Natalie mit dem dritten Fensterchen, mit der dritten Tür, die aufgeht, und dahinter stand sozusagen im übertragenen Sinne die Karte innehalten. Es geht heute um das Thema, dass man Situationen, in denen man sich gerade so befindet, so ein bisschen durchleuchten soll. Und zwar nach Widerständen, die man dagegen eventuell haben könnte. Ja? Es geht darum, dass ihr wirklich mal euch sammelt und einfach mal guckt, was ist gerade los? Kämpfe ich da gerade gegen irgendwas innerlich an? Habe ich da irgendwelche Mangelgedanken oder einfach generell gesehen negative Gedanken gegen irgendwas oder gegen irgendjemanden? Wehre ich mich dagegen? Was rege ich mich da total drüber auf? Möchte das jetzt sofort verändern, etc. pp. Bringt mich das, reißt mich das aus meiner Mitte? Guckt einfach mal, was ihr gerade so macht. Ja? Wollt ihr da irgendwo vielleicht die Oberhand behalten oder euch irgendwo da, wie soll ich sagen, durchsetzen oder? Unser Ego geht manchmal recht, wie soll ich sagen, merkwürdige Wege und wir merken es gar nicht. Ja, wir merken gar nicht, wenn wir uns im Weg rumstehen. Wir merken gar nicht, wenn wir unsere eigene Generalbremse sind, indem wir uns im Prinzip gegen Dinge stellen, die wir gerade nicht verändern können oder die wir vielleicht auch gar nicht verändern sollen im Außen, sondern wir sollen uns selbst verändern. Wir sollen selbst in uns den Blickwinkel zum Beispiel verändern, um Dinge anders sehen zu können, um sozusagen nicht mit, wie soll ich sagen, Trotz und Ärger und solchen Ego-Themen auf irgendwas zu reagieren und damit natürlich die Situation überhaupt nicht zu verbessern, sondern letzten Endes wirklich uns das mal genau anzugucken und eher hinzuschauen, was will ich denn eigentlich erreichen, wo steuere ich denn eigentlich oder wo möchte ich denn eigentlich hinsteuern, ja, und um da letzten Endes dann die richtige Richtung einzuschlagen, um das richtige Verhalten aus eurem Inneren mal wieder sozusagen zu hören, was da für euch das Beste wäre, in welchen Weg ihr am besten gehen solltet, welche Entscheidungen ihr bestenfalls für euch treffen solltet, die dann natürlich, wenn sie aus eurem Inneren kommen, immer eine Win-Win-Situation für die gesamte Situation sind. Ja, es geht nie nur darum, nur immer eine Person zufriedenzustellen aus Sicht der geistigen Welt und der Rest guckt dann in die Röhre, sondern im Prinzip werden immer Lösungen angesteuert, die allen helfen. Und es ist wichtig, dass ihr wirklich da eben ganz, ganz klar in eure innere Welt reinguckt, dass ihr meditiert, dass ihr wirklich euch selbst befragt, dass ihr eure innere Führung befragt. Wie sieht denn das meine innere Führung? Eure innere Führung sieht die Dinge immer mit den Augen der Liebe. Es ist so, ja. Also die sieht Dinge, die wir negativ sehen, nicht negativ, weil sie sich auf die positiven Seiten dieser Situation fokussiert. Nur fokussieren kann, Gott sei Dank. Und insofern haben wir dann einen Anhaltspunkt, wo wir hindenken sollten, ja. Und im Prinzip in dem Moment, wo ihr da so ein bisschen euch nochmal so ein bisschen reflektiert, innehaltet und mal guckt, wo rennt ihr da eigentlich gerade hin? Ist das mehr in die Richtung, ich kämpfe gegen was an im Außen oder ich wehre mich gegen was und also im negativen Sinne jetzt und bin da völlig aufgebracht, dann ist es so, dass ihr wissen solltet, da kommt ihr nicht sonderlich weit. Ja, ihr kommt im Prinzip, Druck erzeugt Gegendruck, was nicht heißt, dass ihr euch letzten Endes gegen Dinge nicht wehren sollt, im Sinne dessen, dass ihr einfach nur feststellen sollt, dass, was ihr wollt und was ihr eben nicht wollt. Ja, und wenn ihr wisst, was ihr nicht wollt, dann wisst ihr bitte, ja sicherlich, was ihr wollt und das solltet ihr geistig ansteuern. Ja, es ist immer wieder ähnlich das Thema. Im Moment dreht sich sehr darum, den richtigen Fokus zu finden jeden Tag. Ganz, 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 ganz wichtig, ihr Lieben. Wir vergessen das viel zu oft. Das menschliche Denken ist einfach gewohnt, im Prinzip auf die Problematik einer jeden Person oder Situation sich einzulassen und da versuchen, so unter dem Deckmäntelchen, ja, ich muss ja eine Lösung finden. Wir hatten es ja gestern schon. Da ist es eben dann wirklich nicht richtig oder nicht die richtige Form oder Art und Weise, Dinge zu lösen, indem ich mich auf die
schlechten Dinge im Leben, stört sie gedanklich. Also, guckt bitte, wo ihr seid. Guckt bitte, dass ihr da wirklich eure Einstellung so ein bisschen überprüft, dass ihr wirklich die Macht, die ihr habt, richtig einsetzt, indem ihr euch auf das fokussiert, was ihr wollt und nicht da blind links mit dem Kopf durch die Wand rennt und dann eigentlich mehr Tohuwabohu für euch veranstaltet, als ihr eigentlich wolltet oder ja, als es euch gut tut. Sagen wir es mal so. Ne? Lieben Gruß von der geistigen Welt, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß, wie gesagt, und Ruhe und Innehalten. Guckt mal, was ihr treibt und ihr kommt euch da sicherlich aufs eine oder andere, was euch da normalerweise immer so ein bisschen stolpern lässt. Geht da mal über die Falle drüber und macht's mal anders und dann bin ich mal neugierig. Vielleicht gibt es ein paar Erfahrungswerte von euch dann in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen drüber und dann, ja, dann hören wir uns morgen wieder. So hoffe ich. Tschüss, ihr Lieben.